Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu unserer Pressekonferenz mit dem Thema Corona, aktuelle Lage. Heute ist Mittwoch, der 8. April und wir können und müssen berichten, dass wir im Augsburger Stadtgebiet augenblicklich 281 positiv getestete Personen erfasst haben. Davon sind allerdings zwischenzeitlich 104 wieder genesen, rund 40%. Wir haben nach wie vor 4 verstorbene Patienten. Die Mortalität liegt dabei jetzt, was unsere Stadt betrifft, im Verhältnis zu den Krankheitsfällen bei 1,4%. Wir können im Verlauf der Corona-Krise, die erste positive Befundung war am 6. März, also vor über 4 Wochen. Wir können im Verlauf der Corona-Krise erkennen, dass es gelingt, die Verdoppelung der Fallzahlen, die Reproduktionsrate, wie die Fachleute sagen, zu reduzieren. Von ursprünglich alle 2 Tage auf nunmehr alle 8 bis 9 Tage. Diese Reduzierung der Reproduktionszeit reicht noch nicht aus, um Entwarnung geben zu können und in einen sicheren Verlauf zu kommen. Die diesbezüglichen Einschätzungen werden Ihnen gleich anschließend durch Herrn Professor Hedder nahegebracht, den ärztlichen Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, der zusammen mit mir und im Übrigen dem Ordnungsreferenten Dirk Wurm und dem Sozialreferenten Stefan Kiefer diese Pressekonferenz mit Informationen bestücken wird. Wir haben bei den angegebenen Zahlen im Schnitt, um ein paar Größenordnungen reinzubringen, 94 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das ist geringer als die Zahl der Erkrankungen je 100.000 Einwohner bayernweit. Wir stellen fest, dass der Durchschnitt der Patienten, das Durchschnittsalter, bei 43 Jahren liegt. Von 177 Erkrankten aus Augsburg befinden sich aktuell im Krankenhaus 15 Personen. Die Quote liegt also bei 8,5%. In den Krankenhäusern im Augsburger Stadtgebiet werden insgesamt aktuell 43 Patienten aus der Region behandelt. 12 davon werden beatmet. Wir haben im Rahmen unserer letzten Pressekonferenz, gerade als wir die Führungsgruppe Katastrophenschutz durchgeführt hatten und einige Beschlüsse dort gefasst hatten, vor allem in den Mittelpunkt gerückt, die Situation der Ausstattungen in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und festgestellt, dass von nahezu allen Seiten her zusätzliche Bedarfe angemeldet sind bzw. Unzulänglichkeiten mitgeteilt werden. Unser Anliegen, also das Anliegen der Stadt Augsburg und der Führungsgruppe Katastrophenschutz, wie auch unser Handeln im Rettungszweckverband Augsburg, der die gesamte Region umfasst, geht dahin, dass eine angemessene Ausstattung mit Schutzgegenständen, also Nasen-Mundschutz oder Masken oder Schutzkittel oder Visiere, Gummihandschuhe und dergleichen, in unterschiedlichen Bedarfsgraden allen zur Verfügung stehen sollte, die in Gesundheitsberufen und in Pflegebereichen tätig sind. Also wir konzentrieren uns bei demjenigen, was wir an Versorgungsstruktur in den Blick nehmen, nicht nur auf die Krankenhäuser, die in erster Linie anderweitig ja auch Materialzulieferungen bekommen können und sollen, sondern auf dasjenige, was an Defiziten erkennbar wird und was zur Stärkung einer ganzheitlichen Gesundheitsfürsorge in der Region notwendig ist. Wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, in der weiteren Gesundheitsversorgung bis hin zu den Praxen nicht nur bei Laune halten, sozusagen, indem sie Ausstattung bekommen, sondern wir wollen sie vor allem auch gesund erhalten und ihre
Einsatzkraft auch für die weiteren Verläufe erhalten und stärken. Und deswegen ist der Ansatz der Führungsgruppe Katastrophenschutz auf diese Art und Weise auch gewählt worden. Wir haben bei der Bedarfsermittlung also nicht nur die institutionellen Einrichtungen in Form der Krankenhäuser mit erfasst, sondern vor allem auch Arztpraxen, Heilmittelträger, Alten- und Pflegeheime, Behindertenpflegeheime bis hin auch zu den Strukturen der freien Wohlfahrtspflege und der ambulanten Dienste. Wir gehen davon aus, dass wir in Augsburg rund 13.400 Personen im Gesundheitssektor, in diesem weiten Gesundheitssektor beschäftigt haben, rund 7.000 in den Pflegeeinrichtungen, Obdachlosenhilfe und so weiter, 3.000 in den Arztpraxen und den medizinischen Versorgungszentren, 3.400 Beschäftigte in den Krankenhäusern außerhalb der Universitätsklinik und darüber hinaus natürlich in anderen Strukturen, die viel mit Menschen zu tun haben und auch in die Bewältigung der Krise gestellt sind. Rund 3.000 Personen, die wir mit berücksichtigen müssen, nämlich dort, wo Patientenschutz notwendig ist, für Besucher von Einrichtungen oder bei städtischen Verwaltungsdienststellen vom Abfallwirtschaftsbetrieb bis hin zum kommunalen öffentlichen Ordnungsdienst oder dem Tiefbauamt. All dasjenige ist sozusagen einmal eine Sollerfassung, ohne gleichzeitig sagen zu können, dass wir idealtypisch alle bestücken können. Dieser ganzheitliche Ansatz führt zu folgender Vorgehensweise. Wir verlassen uns darauf, dass die Versorgungsstruktur, wie sie von Landes- und Bundesebene etabliert wird, auch weiterhin ungebrochen zur Verfügung steht. Die Schutzausstattungsartikel, die von Landesseite oder Bundesseite zugeliefert worden sind, entsprechend einer Verteilungsquote, sind auch in die Verteilung gegangen. Wir legen unser Ziel, unsere eigene Beschaffung darauf an, dasjenige abzudecken, was dort bestimmungsgemäß von anderen Versorgern nicht mit abgedeckt werden soll, oder auf Situationen, in denen eine Versorgung von anderer Stelle nicht zeitgerecht erfolgt, um einen durchgehenden Schutz zu bewerkstelligen. Wir haben unsere Grundhaltung, um diese Abdeckungsfunktion zu erreichen, im Laufe der letzten Woche durch entsprechende Bestellungen auch ergänzt. Die entsprechenden Auslieferungen an die Stadt Augsburg sind bereits begonnen und werden dann stufen- und schrittweise über die nächsten Tage hinweg abgewickelt werden, sodass wir eine entsprechende Verfügbarkeit haben werden. Nach den mir vorliegenden Informationen werden diese Woche am Gründonnerstag noch Auslieferungen erfolgen an Einrichtungen, die mit den vorhandenen Ausstattungen nicht über die Feiertage kommen würden. Also insoweit werden wir auch hier eine entsprechende Engpasssituation abwenden. Und dasjenige, was an Beschaffung von Seiten der VÜGK Augsburg veranlasst ist und die Strukturen erreichen soll, von denen ich gerade gesprochen habe, wird die Verteilung dann bestimmungsgemäß in der Woche nach Ostern beginnen. Hier sind entsprechende Verteilungsstrukturen zu erarbeiten und dann der Vertrieb oder die Verteilung zu organisieren. Ich weise darauf hin, dass soweit wir als Stadt Augsburg Zulieferungen machen, die natürlich für unsere eigenen Einrichtungen ohne weitere Abrechnung machen, aber andere Strukturen, die mitversorgt werden, dann gegen entsprechende Rückvergütung die entsprechenden Ausstattungen auch erhalten werden. Das sind allemal erstens sichere Lieferungen, die wir dorthin bringen können und dann auch unter Wahrung der Konditionen, die durch eine zentrale Bestellung unsererseits bewerkstelligt werden können. Soweit von meiner Seite jetzt zunächst einmal zur Ausgangssituation, was die Fallzahlen anbetrifft und die Situation hier in Augsburg und das Hauptanliegen, das in der medizinischen Versorgung besteht, beziehungsweise der Ausstattung mit Schutzgegenständen besteht. Ich möchte jetzt das Wort weitergeben an den Herrn Professor Heller, der uns eine Einschätzung
zur augenblicklichen Situation aus medizinischer Sicht geben wird. Und im Anschluss daran werden wir nochmal speziell auf das Thema der Altenpflegeeinrichtungen eingehen, die Situation aus Sicht der Führungsgruppe Katastrophenschutz, aus Sicht der Betrachtung im Rettungszweckverband und Schwaben, aber auch ganz konkret, was die Situation hier vor Ort in Augsburg anbetrifft. Hier wird dann Dr. Kiefer und Herr Wurm auch noch ergänzend dazu Stellung nehmen. Ich werde dann das weitere Thema im Anschluss an Herrn Dr. Heller aufrufen. Jetzt darf ich bitten, Herr Dr. Heller, für Ihre Ausführungen. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind bundesweit vernetzt mittlerweile. Das DIVI-Register ist online, kann jeder von Ihnen einsehen. Wir werden auch gleich eine Einblendung haben mit den aktuellen, tagesaktuellen Zahlen. Da lässt sich gerade... schauen. Das sind gerade die aktuellen Zahlen, die im aktuellen DIVI-Report zu sehen sind. Wir sehen hier, dass die Fallzahl insgesamt bundesweit an Covid-Patienten in der Intensivbehandlung mittlerweile bei 2.600 Patienten angekommen ist. Wir haben immerhin knapp 1.200 Patienten, die Daten melden. Damit haben wir noch nicht alle, aber wir haben schon einen ganz guten globalen Überblick über die Zahlen. Und wenn man sich die Zahlen genau anschaut, hätte man sich mit der Meldung gestern wünschen können, dass wir in einen flachen Verlauf übergehen und einen flachen Berg hinbekommen. Der Tag heute sieht so aus, als würden wir doch noch mal mit den Intensivbehandlungspatienten momentan ansteigen. Insofern ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, Sie da auch noch mal zu sensibilisieren. Wir haben zwar schon 1.500 abgeschlossene Intensivbehandlungen bundesweit, davon sind aber auch 482 Patienten verstorben. Das heißt also, 31% aller Patienten, die eine Intensivtherapie in Deutschland nach Covid hinter sich gebracht haben, sind verstorben. Und deswegen ist es an dieser Stelle so wichtig, dass Sie mitmachen. Ich komme gleich noch mal darauf. Wir haben insgesamt bundesweit eine große Zahl von freien Intensivbetten. Ich bin da auch in sehr engem Austausch mit den Kollegen aus Köln, aus Kiel, aus Heidelberg, aus Dresden. Also wir haben da sehr viele Kontakte und die sind auch direkt, man kann in dem DIVI-Register auch direkt sehen, wie die Bettenkapazitäten frei sind. Aber man muss eben auch konstatieren, obwohl wir jetzt gerade mit den Kapazitäten gut aussehen, Normalstationen, Intermediate Care, Intensivmedizin, Beatmungsplätze, sieht das noch gut aus. Wir haben aber einfach einen Vorlauf, so wie die Erkrankungsrate ansteigt, so steigt auch die Inanspruchnahme der höherwertigen medizinischen Kapazitäten an, sodass wir auch darüber nachdenken müssen, was ist, wenn wir dann an eine Stelle kommen, wo unsere Intensivkapazitäten ausgereizt sind und dann eben auch Ferntransporte vielleicht auch über weitere Distanzen in Anspruch nehmen müssen. Erweiterung der Bettenkapazitäten ist es so, dass wir dem Staatsministerium des Inneren ein entsprechendes Konzept für den Bereich Augsburg vorlegen mussten. Das war schon zum 1.4. der Fall, haben wir vorgelegt, haben wir momentan hier in der Region in der Endausbaustufe 900 zusätzliche Betten, die wir benutzen können. Wir hatten gestern auch eine Telefonkonferenz mit dem bayerischen Innenminister und allen meinen Amtsbrüdern und Schwestern in Bayern, wo wir auch in bayernweit gute Zahlen haben. Aber jetzt ist das der entscheidende Punkt, wo Sie gefragt sind. Wir bekommen die medizinische Versorgung von Ihnen und uns nur hin, wenn Sie mitarbeiten. Wenn wir in der medizinischen Versorgung so viel für Sie machen können, dann ist der Anteil, den Sie machen können, so viel. Momentan, und ich komme mir hier an der Stelle so ein bisschen wie ein Wahlkämpfer vor, nur dass die Prozentzahlen nach unten gehen müssen und nicht nach oben. Wir müssen es schaffen, die Neuerkrankungsrate auf unter 3% zu senken. Momentan sind wir bei 5,35%, die wir jetzt ausgerechnet haben aus dem Landesgesundheitsamt, die Daten, die von gestern da waren. Das heißt, wir sind momentan bei 5%, hatten schon einen sehr viel höheren Wert, der über 10% pro Tag lag. Das ist Ihnen zu verdanken, dass Sie die Ausgangsbeschränkungen so einhalten. Aber damit wir mit unseren Intensivkapazitäten nicht auf Grund laufen, sind Sie gefragt, diese Neuerkrankungsrate auf unter 3% zu senken. Das heißt also, wir haben das ganz klare Ziel, in der nächsten Woche, insbesondere auch über Ostern, diese Neuerkrankungsrate auf unter 3% zu drücken. Das ist mein ganz
imperativer Appell an Sie, sich die Ausgangsbeschränkungen ernst zu nehmen, auch hier einfach um die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Insofern, glaube ich, war das das, was ich heute dazu beitragen konnte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Heller. Herr Professor Heller steht dann anschließend auch für Rückfragen gerne noch zur Verfügung. Wir wollen jetzt die Situation in den Pflegeheimen etwas näher in den Fokus nehmen und darüber sprechen. Wir haben im Rahmen der letzten PhygiK festgestellt, dass die Bewältigung der Situation an den Pflegeheimen kompliziert ist, weil Patienten nicht ohne weiteres sozusagen aus den entsprechenden Einrichtungen herausgenommen werden können. Ich hatte berichtet, dass seitens der Regierung von Schwaben eine Empfehlung mit Verbindlichkeitscharakter herausgegeben worden ist, wie Pflegeheime sozusagen sich organisieren und Prozesse strukturieren sollen, Abläufe strukturieren sollen, damit das Infektionsrisiko möglichst reduziert wird. Tatsache ist, das kann ich berichten, auch in meiner Funktion als Vorsitzender des Rettungszweckverbandes Augsburg, auch aus Rückmeldungen in den Landkreisen Augsburg, Eichach-Friedberg, Donauwörth und Dillingen, dass es bei der praktischen Umsetzung diese Vorgaben und Maßgaben einfach faktische Schwierigkeiten gibt, weil nicht in jeder Einrichtung die räumlichen Voraussetzungen da sind, Isolationsstationen zu schaffen, weil nicht überall die räumlichen Voraussetzungen da sind, Kontaktpersonen 1 gesondert räumlich darzustellen und weil vielfach es auch nicht möglich ist, Personaleinsatz so differenziert zu gestalten, dass das Personal aus dem einen Bereich überhaupt nichts mit dem anderen Personalbereich zu tun hat. Und das geht bis hin zu der Abwicklung von Materialströmen. In der Folge kam noch als Konsequenz und oder erschwerend für die Gesamtsituation hinzu, dass ein Aufnahmestopp verfügt worden ist seitens des Freistaats Bayern für die entsprechenden Pflegeeinrichtungen. Das heißt, das ist sicherlich eine wirksame Maßnahme, um den Eintrag von Infektionen von außen her deutlich zu reduzieren, führt aber letztendlich zu weiteren Konsequenzen bei der Darstellung des Gesamtversorgungssystems. Der ärztliche Leiter unserer Führungsgruppe Katastrophenschutz hat in der Konsequenz dieses Aufnahmestopps natürlich messbare Entwicklungen in den Krankenhäusern, nämlich deswegen, weil pflegebedürftige Menschen, die nicht an Corona erkrankt sind, nicht und nicht ohne weiteres abverlegt werden können an andere Einrichtungen und das dann auf Sicht dazu führt, dass Kapazitäten in den Krankenhäusern belastet werden oder belegt werden, die eigentlich gerade dazu freigeschaffen worden sind, um eine wirksame Corona-Patientenbehandlung und eine entsprechende Bettensteuerung zu ermöglichen. Um diesen Konflikt aufzulösen, gibt es zwischenzeitlich unterschiedliche Ansätze. Zum einen in Abstimmung mit dem ärztlichen Leiter, Herr Professor Heller, die Überlegung, ob man eine Schwerpunkteinrichtung schafft, die als Übergangsaufnahme für Pflegebedürftige dienen kann, und zwar mit einem größeren regionalen Einzugsbereich, aus dem dann nach Ablauf einer Quarantänezeit wieder zurückverlegt werden könnte, wenn die Aufnahmestopps bei den Altenpflegeheimen aufgehoben sind. Oder aber eine Übergangseinrichtung, Pflegeeinrichtung, die zumindest den Bedarf abdeckt, der hier im Rettungszweckverbandgebiet Augsburg aus den betreffenden Landkreisen und der Stadt Augsburg entsteht. Wir haben für beide Varianten Planungskonzeptionen und sind bei der Prüfung der Umsetzung. Ich gehe davon aus, dass es zunächst eine örtliche zusätzliche Pflegeeinrichtung geben wird, die diese Abverlegungsmöglichkeiten aus den Krankenhäusern ermöglichen. Dazu muss Personal und Organisation strukturiert werden. Hieran werden wir in diesen Tagen arbeiten, um dann bei Bedarf entsprechend vorbereitet zu sein, wenn notwendige Abverlegungen stattfinden können. Es hat sich bewährt, dass wir durch die Vorgaben des Freistaats Bayern diese klare
fachliche Struktur und auch Weisungsstruktur des ärztlichen Leiters einerseits haben, dass wir aber auch durch den Versorgungsarzt auf Ebene der Stadt Augsburg und der jeweiligen Gebietskörperschaften, also der Landkreise, und durch die Heimärzte und durch entsprechende Pflegekoordinatoren, wie sie eingesetzt sind in den Gebietsbereichen der einzelnen Verbandsmitglieder, handlungsfähig sind, Ansprechpartner haben und Entscheidungspartner haben, um solche Entscheidungen anzubahnen und auch Lösungen darstellen zu können und zur Entscheidung bringen zu können. Soweit zu der Grundvoraussetzung von meiner Seite, wie es an den Augsburger Altenheimen aussieht und wie dort insbesondere dann auch mit dem Personal verfahren werden kann im Hinblick auf die Abstrichentnahme, wird zunächst Herr Dr. Kiefer erläutern und dann anschließend Herr Wurm. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Als Sozialreferent bin ich an der Seite des Gesundheitsreferenten Dirk Wurm ja ganz besonders im Bereich der Altenhilfe auch mit dabei und in Gesprächen mit Ihnen, mit Pflegekräften, aber auch mit Blick auf die Medien stelle ich fest, dass wir alle einen besonderen Blick in diesen Corona-Zeiten auf unsere alten Menschen haben. Und das ist auch richtig. Und auch eine Sorge um unsere alten Menschen, weil diese besonders gefährdet sind. Auch das ist berechtigt. Ein Misstrauen in Altenhilfeeinrichtungen wäre allerdings völlig fehl am Platz und ist nicht angebracht. Ich habe mich intensiv immer wieder mit Einrichtungsleitungen, mit Verbänden, mit ambulanten Pflegeeinrichtungen unterhalten und das auch mir berichten lassen, wie dort gearbeitet wird. Und ich will hier wirklich eine Lanze brechen vorneweg, um es klar zu sagen, für alle, die in der Pflege Dienst tun, Frauen, Männer, organisatorisch in der Pflege und in der Verwaltung. Es wird hier Großartiges geleistet. Hier ist eine hohe Fachlichkeit, eine hohe Professionalität und die Menschen dort tun wirklich alles, um unsere alten Menschen zu schützen, zu pflegen und auch, wo es nötig ist, eben gesund zu pflegen. Wir haben, und das ist vielleicht nochmal wichtig, in den Einrichtungen der Altenhilfe keine gefährlichere Situation als in anderen Bereichen für alte Menschen, weil eben dort in diesen Häusern besonders aufgepasst wird, weil hier rund um die Uhr auch Menschen da sind, die Symptome feststellen oder beobachten und für Abhilfe sorgen. Vielleicht liegt es genau daran, dass wir momentan bei 26 Pflegeeinrichtungen stationärer Art in Augsburg nur, auch das ist viel, aber nur in 2 Häusern bisher Infektionen feststellen konnten und dort auch dann die entsprechenden Vorkehrungen von den Einrichtungen getroffen wurden. Ich denke, das muss man auch sehen, in solchen Häusern leben 2.900 Menschen in Augsburg. Doppelt so viele werden ambulant betreut. Das ist eine ganz große Leistung der ambulanten Einrichtungen und das sollten wir wirklich auch schätzen. Ich bin sehr dankbar für den Einsatz dieser Menschen, die hier tagtäglich Großartiges leisten, auch jetzt noch Unterstützung bekommen vom Bund und das, denke ich, ist auch in unser aller Sinne. Wo es fehlt, und das kam auch in den Diskussionen rüber und das haben auch die Verbände zuletzt bemängelt und das kann ich auch gut verstehen, ist, dass die Versorgung mit Schutzausrüstung noch Luft nach oben hat. Hier laufen ja die ersten Lieferungen an und der Kollege Wurm wird darüber genauer berichten. Und wichtig ist auch, dass eben, weil wir diese Situation genauso einschätzen wie die Verbände und denen, die in der Pflege tätig sind, dass die Stadt zusätzlich hier auch noch hilft und zusätzlich Material beschafft. Was tun wir noch gemeinsam mit denen, die Pflege tun? Wir haben einen Krisenstab, der sich wöchentlich trifft, wo wir die aktuellen Fragen auch aufgrund der jeweiligen Situation und der Vorgaben des Landes und des Bundes besprechen. Meistens kann man da im konkreten Fall auch Sonderlösungen finden, auch zum Beispiel, wenn es um das Zurückverlegen geht, wovon der Oberbürgermeister vorhin gesprochen hat, wenn jemand wieder geheilt ist, dass er natürlich auch zurückgehen kann in seine Altenhilfeeinrichtung. Wir besprechen wöchentlich
die Frage, wie man mit Personal, Infizierten, Abverlegungen etc. umgehen kann, auf hoher Fachlichkeit und sind hier wirklich Seite an Seite mit den Pflegekräften und den Einrichtungen hier. Wichtig ist noch, wir sind gerade dabei, und das finde ich ist ein Erfolg, dass wir für alle Altenheime in Augsburg auch Heimärzte verpflichten konnten oder besser gesagt gewinnen konnten. Es gibt hier mehrere Ärzte im Stadtgebiet, bei denen ich mich auch sehr herzlich bedanke, die gesagt haben, sie sind bereit, als Heimarzt in die Einrichtungen zu gehen und dort die Menschen zu begleiten und auch die Pflegekräfte, wo gegebenenfalls eine Infektion oder eine Vorbeugung notwendig ist. 4 Heimärzte haben wir heute schon und es kommen täglich welche dazu. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Sicherstellung der Sicherheit und der Gesundheit in den Einrichtungen. Von daher, wir die Stadt Augsburg sind an Seite der örtlichen Altenhilfeeinrichtungen, der ambulanten und der stationären. Und ich meine, das wird dort auch gesehen und das brauchen wir auch miteinander. Vielen Dank allen, die hier mitwirken. Und über die weiteren Details würde ich weitergeben an den Kollegen Dirk Wurm. Ja, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Bürgermeister, vielen Dank. Und auch von meiner Seite, grüß Gott, meine Damen und Herren. Ja, mit Blick auf die stationären Einrichtungen in der Stadt Augsburg ist unser oberstes Ziel als Gesundheitsheimaufsicht und aus dem Bereich des Gesundheitsamtes, dass wir alles tun, um Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich zu schützen. Und dasselbe gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Einrichtungen. Das Thema Schutzausrüstung wurde bereits angesprochen, die Verteilung bzw. Abholung durch die Einrichtungen an einer zentralen Stelle in der Stadt Augsburg, die läuft, und auch die Nachlieferungen über den Freistaat Bayern, so ist es ja vorgesehen, von der Führungsgruppe Katastrophenschutz auf Bayern-Ebene, auch die funktioniert. Von daher sind wir momentan zumindest nach unseren Einschätzungen in Abstimmung mit den Trägern in einer Situation, dass wir bedarfsgerecht mit Schutzausrüstung versorgen können. Bedarfsgerecht heißt, dass insbesondere bei kleinen Einrichtungen, wo Engpässe entstehen können, aufgrund von Positivbefunden schnell unterstützt werden kann. Das Zweite, was uns sehr wichtig war, zusammen am runden Tisch mit den Trägern aus dem Bereich der ambulanten und stationären Pflege, dass wir Möglichkeiten schaffen, die Testkapazitäten deutlich zu erhöhen. Das heißt, Bewohnerinnen und Bewohner mit Symptomen, aber auch Mitarbeitern schnellstmöglich einem Test zuzuführen. Hier ist es uns Gott sei Dank gelungen, unter tatkräftiger Mithilfe des Augsburger Labors von Schottdorf entsprechende Testkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Auch die werden morgen gegenüber den Heimen dementsprechend kommuniziert und können dann abgeholt werden, sodass auch unter Zuhilfenahme des Heimarztes, den es mittlerweile gibt und mehrere sogar gibt, wirklich sehr schnell diese Tests durchgeführt werden können. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Maßnahme, um eben die Ausbreitung, die befürchtete Ausbreitung des Coronavirus in stationären Einrichtungen bestmöglich in den Griff zu bekommen. Das mal zum Thema der Alten- und Pflegeheime, wie es sich aktuell darstellt. Wir müssen jetzt einfach schauen, wieder morgen am runden Tisch, wie hat sich die Situation in den letzten 5 Tagen entwickelt, sodass wir auch weiterhin solidarisch und referatsübergreifend hier zusammenarbeiten können mit Blick auf die Risikogruppen in unserer Stadt, also das heißt die älteren Menschen. Soweit mal zum Thema Alten- und Pflegeheime. Ich würde bitten, gleich weiterzumachen, was das Thema Ordnungsdienst und Erfahrungen aus dem Bereich anbetrifft. Ja, sehr gerne, Herr Oberbürgermeister. Ich kann berichten von dem vergangenen Wochenende, wo es ja auch schon schönes Wetter hatte mit warmen Temperaturen, dass am Wochenende von der Polizei und dem städtischen Ordnungsdienst mehrere Tausend Kontrollen durchgeführt wurden, und zwar quer über das Stadtgebiet hinweg und dabei im einstelligen Prozentbereich. Also wir reden wirklich nur über 1 bis 1,5% der angesprochenen Bürgerinnen und Bürger Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden mussten. Das ist eine gute Nachricht. Das ist deswegen eine gute Nachricht, weil es zeigt, dass Sie und wir uns alle an die Ausgangsbeschränkungen in der Tat halten und dort, wo es im einen oder anderen Fall mal zu einer Aufklärung kommt oder auch einer Nicht-Einhaltung, Sie alle so einsichtig und kooperativ sind,
den Anweisungen der Polizei und des Ordnungsdienstes dann auch Folge zu leisten. Dafür, glaube ich, namens auch der Stadt Augsburg und der Kräfte, die vor Ort tätig sind, ein ganz großes Dankeschön. Mit Blick auf die teilweise Sperrung von einigen Grünflächen in der Stadt Augsburg darf ich an das anknüpfen, was Professor Heller vorhin gesagt hat. Sie haben es in den letzten Tagen auch schon mitbekommen von anderer Seite. Wir sind wohl noch nicht über den Berg, was den pandemischen Zustand bei der Ausbreitung von Corona anbelangt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch weiterhin an die Ausgangsbeschränkungen halten. Und die sehen nun mal im Kern vor, dass das Verlassen der eigenen Wohnung nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes erlaubt ist. Und unter anderem ist gestattet, aus Gründen des Sports oder der Bewegung, das eigene Heim zu verlassen. Allerdings, wenn man draußen ist, keine Gruppen zu bilden und auch sich nicht niederzulassen. Das muss man sich immer mal wieder noch mal vor Augen halten, wenn man die Frage beantworten möchte, warum haben wir uns zu einer teilweisen Sperrung von Wiesen in einzelnen Grünanlagen und insbesondere hier im Wittelsbacher Park, da ist es wohl am auffälligsten, dazu entschlossen. Um genau auch dieses Ziel, was Professor Heller genannt hat, die Reproduktionsquote weiter zu verringern, um dieses Ziel schnellstmöglich zu erreichen. Weil ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, wir hätten nichts lieber, als dass die Ausgangsbeschränkungen schnellstmöglich und Schritt für Schritt gelockert werden. Aber an diesem Punkt sind wir noch nicht und das bedeutet, dass auch über das Osterwochenende die Beschränkungen seitens des Freistaates erstens so in Kraft bleiben. Das haben Sie gestern bereits erfahren und dass auch die Vor-Ort-Maßnahmen in der Stadt Augsburg weiterhin so in Kraft bleiben. Ich kann Sie wirklich nur dafür sensibilisieren, ja, gehen Sie raus und bewegen Sie sich, nutzen Sie das gesamte Stadtgebiet, um Ihrem Bewegungsdrang ein Stück weit nachzukommen, aber halten Sie sich nicht in Gruppen auf. Wir stellen in den letzten Tagen leider Gottes fest, aufgrund der guten Witterung, dass sich immer wieder vermehrt auch tatsächlich Gruppen ansammeln, gerade an Spielplätzen. Wir müssen dagegen vorgehen. Wir tun das auch und daran erkennen Sie auch, warum es leider notwendig war, einzelne Wiesenstücke vorübergehend zu sperren, weil sonst ein Vollzug dieser Verordnung des Freistaates Bayern mit der genannten Zielerfüllung schlichtweg nicht möglich wäre. Deswegen last but not least, ich kann Sie nur sensibilisieren, auch wenn es schwer ist, halten Sie sich an die Maßgabe, wir bleiben, wo es geht, zu Hause in den eigenen vier Wänden und wenn wir rausgehen, dann nur zur Bewegung und nicht zum Picknick oder zum Niederlassen auf einer Wiese. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Wurm. Jetzt abschließend von meiner Seite gibt es inhaltlich auch keine andere Botschaft. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass uns das auch keine Freude macht, das Leben der Menschen einzuschränken oder dafür zu sorgen, dass es nur eingeschränkt stattfindet und dafür zu werben, dass sie Verständnis haben. Wir sind jetzt in einer Zeit, das Osterwochenende liegt vor uns, wir haben Wetter zum Eierlegen und jeden von uns zieht es raus. Jeder weiß, dass an Ostern man gerne Familie besucht und trifft, Freunde trifft. Viele von uns würden im Augenblick entweder schon verreist sein oder gerade die Koffer packen, um über Ostern hinweg unterwegs zu sein. Es fällt uns allen sehr, sehr schwer, das in diesem Jahr nicht tun zu können. Aber es ist unumstößlich, wie es gerade eben gesagt worden ist. Ich halte mir ganz persönlich immer vor Augen, was ich persönlich auch tun kann, neben dem, was ich von Amts wegen mache, was ich persönlich tun kann, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass es möglichst schnell vorübergeht und dass möglichst wenig Menschen Schaden nehmen, dass möglichst wenig infiziert werden und dass wir möglichst wenige in Anspruchnahmen haben in unseren Intensivkapazitäten oder gar Todesfälle. Und dann ist es halt mal so, dass es eigentlich keine wirklichen Alternativen gibt. Man muss schon sehr kreativ sein. Ich selber war auch ganz verzweifelt bei dem Gedanken, dass es natürlich Familien sind, denen irgendwann mal die Decke auf den Kopf fällt, weil die Kinder einen An- und Umtrieb haben, weil sie raus wollen, weil sie zu Freunden wollen, weil sie spielen wollen und so weiter. Ich habe mich bei uns beim Amt für Kinder, Jugend und Familie erkundigt und bei anderen,
die Empfehlungen geben. Und es gibt sie tatsächlich, diese Empfehlungen. Sie sind vielleicht nicht ganz so prickelnd wie all dasjenige, was man jetzt gerade besonders gerne tun wollte. Aber immerhin, es gibt Angebote. Sie können das zum Beispiel finden auf jump.de, also tschamp.de. Dort, das ist praktisch unser Angebot für Ferien. Dort gibt es auch Hinweise und Empfehlungen, was man gerade in diesen Tagen tun kann. Fahrradfahren geht immer. Hier ist vorgeschlagen, dass man auch ein Picknick machen kann in der Wohnung bei offenem Fenster. Das ist etwas, wo ich selber erst überlegen müsste, ob das wirklich dann auch so prickelnd und abenteuerlich ist. Aber vielleicht ist es kreativ. Es ist vorgeschlagen, dass man eine Nachtwanderung machen könnte, um das Viertel neu oder das Viertel neu entdecken beim Spazierengehen. Waldspaziergang zu machen und Naturmaterialien einzusammeln und daran anschließend zu basteln. Fotoapparat mitnehmen und dann das Erlebte, auch wenn es eingeschränkt nur ist, dann an Freunde, Bekannte, an die Großeltern schicken, austauschen und so weiter. Und es läuft bis Ostersonntag auch noch die Aktion des Büros für bürgerschaftliches Engagement und des Mehrgenerationentreffs MGT, also der Treffpunkte, die Aktion Frühlingspost ans Seniorenheim. Kinder basteln Ostergrüße und Karten, schicken diese an die Stadt Augsburg, die diese dann an die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflege- und Altenheime verteilt. Auch da finden Sie die Informationen auf jump.de. Vielleicht ein schwacher Trost, aber vielleicht ein Impuls dazu, zu sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber steht auch in einer Gesamtverantwortung. Bitte seien Sie kreativ, bitte halten Sie weiterhin zusammen und bleiben Sie zu Hause. Und achten Sie aufeinander, wenn Sie draußen unterwegs sind, achten Sie bitte auf die Abstände. Vielen Dank. So, dann können wir jetzt noch Fragen aufrufen, bitte. Ja, wir haben eine Frage von Presse Augsburg, von Dominik Mesch an den Herrn Wurm. Wie wird an den Feiertagen kontrolliert? Wo gibt es verstärkte Kontrollen? Es wird genauso kontrolliert wie bisher auch. Und zwar im Zusammenspiel von Ordnungsdienst und Polizei. Und es werden natürlich alle die Orte kontrolliert, die besonders frequentiert waren in den letzten Tagen und Wochen. Die werden es auch an den kommenden Tagen sein. Aber wir tun das wirklich mit Augenmaß. Ich kann noch eines dazu sagen. Wir müssen uns mal vergegenwärtigen, dass der Bußgeldkatalog des Freistaats Bayern, der in seiner jetzigen Fassung ja seit einigen Tagen gilt, vorsieht bei Zuwiderhandlungen, gerade im Bereich von Versammlungen und Niederlassen, mit Bußgeldern zwischen 500 und 5.000 Euro zu arbeiten. Auch das nochmal ist ja der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen lieber eine optische Sperrung und eine Barriere in bestimmten Grünflächen, weil niemand möchte die Bürgerinnen und Bürger jetzt auch noch mit derartigen Bußgeldern belasten. Deswegen kann ich Ihnen nur sagen, wir kontrollieren, wir sensibilisieren und wirklich nur bei absoluter Uneinsichtigkeit streiten wir auch vollzugsmäßig zur Tat, aber dann auf Grundlage des geltenden Bußgeldkatalogs des Freistaats Bayerns. Dann noch eine Frage von Herrn Mesch, und zwar an den Herrn Oberbürgermeister oder an den Herrn Professor Heller. Niedersachsen möchte Besuche zu Ostern zulassen. Wie sinnvoll ist dies im Hinblick auf die Produktionsraten? Und wie kann man den Menschen vermitteln, dass es dort geht und hier nicht? Also ich kann als Laie nur dazu die ergänzende Frage stellen, ob das Virus in Niedersachsen entsprechende Differenzierungen vorzunehmen weiß oder nicht. Aber die fachliche Einschätzung möchte ich gerne durch Herrn Professor Heller treffen lassen. Ja, es fällt mir auch schwer, das zu gutieren. Jetzt könnte man natürlich sagen, dieser erste Breakout in Heinsberg war der allererste und in Niedersachsen läuft und so weiter. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Es geht um Niedersachsen, oder? Ja. Okay, also für Nordrhein-Westfalen hätten wir jetzt irgendwie da was konstruieren können, dass die uns ein bisschen voraus sind. Aber für Niedersachsen finde ich jetzt echt schwierig, würde ich gar keinesfalls gutieren. Aber ich kenne die Hintergründe nicht. Dann noch eine Frage von ATV, von Herrn Wildfeuer, an den Herrn Heller. Wie viele Intensivbetten stehen im Bereich des Zweckverbands derzeit zur Verfügung? Wir haben eine sehr genaue Übersicht, die auch noch lageelastisch aufwachsen kann. Wir haben in der Größenordnung 130 Intensivbetten, die
momentan zur Verfügung stehen. Da sind wir aber noch nicht am Ende, sodass wir auch noch weiter Intensivbetten aufbauen können. Aber es ist dann irgendwann auch ein praktisches Ende da. Beatmungsgeräte sind zwar bestellt, aber haben Lieferzeiten von ab jetzt gerechnet 12 Wochen. Die kommen dann, wenn es eigentlich zu spät ist. Und ein ganz wesentliches Problem ist die Zuführung von Propofol, einem Sedierungsmittel, das immer in der Intensivmedizin verwendet wird, und auch Ersatzmedikamenten wie Midazolam. Gab schon immer mal Probleme auf dem Markt, die zu beschaffen. Jetzt haben wir ein echtes Problem, die zu beschaffen, bundesweit. Also das wird uns vielleicht noch, bevor wir über Beatmungsgeräte nachdenken, früher ereilen, dass wir uns da Gedanken machen zu Alternativen. Ich habe dem Spezialisten bei uns in der Schmerzambulanz schon empfohlen, er soll sich mal Gedanken machen, ob wir mit Akupunktur Schmerztherapie machen können, wenn wir keine Narkosemittel mehr haben. Ich hoffe, es kommt nicht so weit, aber das ist mal ein neues Problem, was wir auch noch bearbeiten müssen. Vielen Dank. Das waren alle Fragen. Vielen Dank. Schöne Ostern im Rahmen des Möglichen.